Wie viele Arbeitsplätze werden durch den Ausbau der erneuerbaren Energien gewonnen? Ja, mich würde interessieren, wie das mit dem Arbeitslosengeld weitergeht. Wie will man sicherstellen, dass Leute mit gebrochenen Berufsbiografien später über genügend Einkommen im Alter verfügen? Mich würde es interessieren, wie es in der Zukunft mit der Familienpolitik weitergehen soll. Wie soll ich als Künstler in der heutigen Zeit, in dem alles runtergeladen wird aus dem Internet, noch mein Geld verdienen? Wie viel Milliarden kostet es, die Atomkraftwerke abzubauen? Ich bin Hebamme und meine Frage ist, ich gehöre zu den Pflegeberufen und wir verdienen ja sehr wenig Geld. Und wie das eigentlich möglich ist oder ob da nicht was machbar wäre, dass wir einfach von vornherein ein besseres Gehalt bekommen für das, was wir leisten. Wenn die Bundesregierung den sofortigen Atomausstieg beschließt, bleiben dann die Strompreise in Deutschland stabil. Meine Frage, wie kann Deutschland, Europa oder auch die westliche Welt überhaupt überleben bei dem hohen Schuldenstand, der inzwischen durch die Verschuldung der Staaten erreicht worden ist? Ich habe eine Frage, die in meinem Land, in meinem Herkunftsland Italien, sehr aktuell ist, und zwar die Müllpolitik. Und ich möchte wissen, wie Europa gemeinsam an dieses Thema rangehen wird in Zukunft. Sind Bürgerprotestbewegungen wirklich Protestbewegungen oder ist es nur Zeitgeist? Zum Beispiel die Atomkraft oder auch Stuttgart 21. Wie glauben Sie, dass meine Enkelkinder in Zukunft diese Welt erleben werden? Ökonomisch, ökologisch, alles was mit ihrer Umwelt, mit ihrer Arbeit zu tun hat. Frage, bitte. Kurze Antwort. Ja, Jim, richtig viele Fragen. Nicht immer gibt es einfache und schnelle Antworten, aber diese vielen, vielen Fragen, die wollen wir uns stellen bei unserer Zukunftskonferenz, zu der wir euch ganz, ganz herzlich einladen. Also die Arbeit im Vorfeld, jeder von uns war ja dabei in Zukunftsforen, wo wir mitgemacht haben, mit Leuten aus den BAG, mit Leuten aus der Partei, aus allen Ebenen der Partei und übrigens auch Leuten, die gar nicht in der Partei organisiert sind, also auch extern. Die hat sehr viel Spaß gemacht, die war spannend, weil ich glaube, das gibt es ja nun nicht so oft, dass eine Partei mitten in einem Wahljahr sich Zeit nimmt über Demokratie, über den Zusammenhalt der demokratischen Gesellschaft, im Beispiel des Sozialstaates, über Europa, über die Kommunen, über all diese Fragen zu diskutieren. Wir haben das gemacht und die Resultate, die wollen wir jetzt präsentieren. Aber damit ist es nicht zu Ende, sondern damit tritt es in ein anderes Stadium, weil jetzt soll das, was da erarbeitet wurde, diskutiert werden mit Leuten, die an dem Prozess nicht beteiligt waren und soll dann nochmal weiterentwickelt werden. Man kann sich aber jetzt bereits im Internet einschalten in die Debatte, da sind alle eingeladen. Manche sagen ja, das sei ein Luxus. Womit beschäftigt ihr euch denn? Es gibt doch den Alltag, mit dem man sich politisch immer beschäftigen muss, aber es ist ja kein Luxus. Es ist kein Luxus, sich mit den Fragen zu beschäftigen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was tun wir, damit diese Gesellschaft nicht immer weiter auseinanderfällt? Wie sieht eine Demokratieoffensive aus, die Demos wieder deutlich macht? Wir sind das Volk. Wie sieht Beteiligungsgerechtigkeit aus? Wohin geht dieses Europa? Das ist überhaupt kein Luxus, sich damit auseinanderzusetzen, sondern das sind Grundnahrungsmittel für eine zukunftsfähige Politik. Und da freuen wir uns drauf. Und kommt, und es ist versprochen, es wird keine Kanzelreden geben, aber tolle Gäste. Tolle Gäste aus der ganzen Welt, die uns mit ihren Gedanken, glaube ich, inspirieren werden, über Grenzen zu denken. Es sind die BAG, es sind viele, viele Leute da. Und es wird auch viel neben den richtig politischen Debatten auch ein bisschen so, wie geht's dir denn, geben können. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Also kommt. 2. Juli in Berlin.